Miiko Kamiya letztendlich. Hier zu sehen in einer schönen japanischen Ausgabe. All ihre Werke sind nur in japanischer Sprache zu erhalten. Es gibt nichts, was übersetzt wurde direkt von ihr, zum Beispiel ins Englische oder ins Deutsche, obwohl sie selbst Deutsch sprach, Französisch sprach, Englisch sprach, Texte von Marcus Aurelius aus dem Griechischen ins Japanische übersetzte und viele andere philosophische Texte auch noch. Aber ein Professor, der jetzt in Kanada lebt, Yuzu Ota, hat Zugang zu ihren Archiven bekommen und hat Zugang zu ihren Tagebüchern bekommen, die sie seit dem 14. Lebensjahr ungefähr schrieb. Und da sind ganz viele Gedanken, Gedichte, Psalmen, Gebete, ja, und viel Auseinandersetzung mit sich selbst. Deswegen hat er das Buch vielleicht A Woman with Demons genannt, was sehr düster klingt, aber das ist die Biografie gar nicht. Denn am Ende scheint ganz viel Hoffnung und ganz viel Lebensfreude durch und natürlich auch ganz viel Ikigai. Und wir erfahren in dieser Biografie in englischer Sprache für sozusagen fast alle, die Englisch sprechen können, auf jeden Fall Zugang zu, was hat sie bewegt, wie ist sie zum Ikigai gekommen und wieso fand sie ihr Ikigai im Schreiben über Ikigai. Ja, und das Ganze habe ich versucht nun irgendwie sozusagen in einer Art dritten Version ja, in Deutsch wiederzugeben, in dem Buch Das Geheimnis der kleinen Dinge über das Ikigai. Und da sind viele Tests, Übungen und Reflexionen, wie das Buch hier auch schön sagt, drin. Und ich hoffe, das macht euch viel Freude. Bis bald und ich hoffe, das war eine kleine Inspiration, was ihr finden könnt für das Leben und die Frage, wie kann ich Momente finden im Leben, die das Leben so richtig lebenswert machen.